Alter, was geht ab, Leute, Junge? Könnt ihr das schon sehen? Und zwar geht es heute endlich um mein sechstes Mewtwo. Ich habe es in dem Video ganz kurz angedeutet, dass da was echt Krasses passiert ist. Das sehen wir jetzt gleich. Mein sechstes Mewtwo. Ich hatte bisher fünf, alle fünf gefangen. Das war mein sechster und einen siebten habe ich noch im Beutel, eine siebte Einladung. Die habe ich dann am Wochenende. Und ihr wisst, das war eine leidende Geschichte, bis ich meinen ersten EX-Raid hatte, mein erstes Mewtwo. Dann hat der 3er-Raid-Versuch, wo ich dann den 100er bekommen habe. Letztens auch einen zu dritt gemacht. Also Kollege Felix 98er bekommen, Kollege Alex 96er. Also bisher läuft's, wenn ich mit dabei bin. Und da läuft es auch wieder. Schaut es euch einfach an. Ich drücke mal Play. Sprich, ich blende es hier jetzt ein. Und zwar brauche ich genau das richtige Timing. Jetzt! Damit ich es weiß, wann ich es reinblenden soll. Gut angelöst. Das war beim Gedenkstein. Da ein, zwei U-Bahn-Stationen entfernt von mir. Der erste im Norden, der getriggert wurde. Seitdem kommt da ziemlich regelmäßig was. Und an der Arena habe ich auch mein 100er Golem bekommen. Habe ich euch erzählt. War recht spontan. Bin ich dahin, weil zufällig da noch ein paar getriggert haben und ich hatte noch ein gutes Golem gebraucht, beziehungsweise die Bonbons, weil ich hatte einen 96er mit 15 Angriff gefangen, damit war ich ganz zufrieden, wollte den auf Max pushen und habe die Bonbons gebraucht, bin spontan hin, habe mir nichts dabei gedacht, einfach den Raid mitgemacht, den Trigger und auf einmal 100er Golem. Das war ziemlich krass und dafür dann auch die Einladung bekommen, wie immer meine 6 Desperate am Start, 98, 98, 100, 100. 93 und irgendein Random. Wir haben eine gelbe Gruppe gemacht. 9 Leute. Echt kein Problem. Ich will den eigentlich immer zu dritt machen, aber hat sich jetzt da so nicht ergeben. Ich kenne, obwohl es meine Gruppe im Norden ist, jetzt nicht so viele im Norden, mit denen ich halt so bin, mit denen ich auch ein 3er Mewtwo Raid machen würde. Deswegen gelbe Gruppe, wieso nicht? Mehr Bälle. Und los geht's. Auch ein paar 40er am Start, freut mich, dass der Norden so gut vertreten ist, dass da jetzt die meisten Level 40 geworden sind. So, und go. Wetter war Schnee, hat jetzt keinen Einfluss gehabt auf weder auf Mewtwo noch auf unseren Pokémon. Auch hier, genau wie beim 100er Glodon, habe ich mir nichts dabei gedacht. Habe jetzt einfach nur Bildschirmaufnahme gestartet. Dort gibt es eh keinen guten Ort, wo ich die Kamera ablassen kann. Dachte ich mir, mache ich ein Video, wo ich mein sechstes Mewtwo fange und mein zweites dann auf Max pushe. Aber dann ist es passiert, Leute. Schaut euch den Kampf noch an. Noch ein paar Sekunden, dann ist er vorbei. Dann seht ihr es. Yo, der Hype geht los. Musik muss jetzt ein bisschen schneller gestartet werden. Schneller laufen. Weil jetzt hype ich mich gerade selber. Weil gleich kommt's. Ihr werdet es nicht glauben, ich weiß noch gar nicht, wie ich das Video hier nennen soll. Den Titel hier, weil irgendwas mit gönnt ihr mir oder gönnt ihr mir nicht oder was weiß ich. Der erste Spieler auf der Welt, dem das passiert oder so. Irgendwie irgendein verrückter Titel, der aber noch nicht zu viel verraten darf. So, macht's mal schneller hier. Macht's mal schneller. Irgendeiner kämpft mit Stolos. Gefällt mir nicht. Ansonsten da Despotar, Despotar. Sherox ist auch nicht schlecht. Grodon. Nee. So, gleich ist es soweit, Leute. Gleich ist es soweit. So, Alter, ich bin ganz aufgeregt. Voller Vorlauf, Leute. So. Alter, mach's mal schneller. Schneller. Nach Tara, okay. Undicht, wieso nicht? So. Ein paar Deathwaters. Oh mein Gott, gleich ist es soweit. Gleich ist es soweit. So. Oh mein Gott, jetzt ist es. Jetzt kommt's. Alter, ihr glaubt mir nicht. Ihr glaubt mir nicht, was gerade gleich passiert. Zwei. 2, 7, 5. 100% Mewtwo. Zum zweiten Mal. 11 Bälle. Ich meine,
Offensichtlich habe ich ihn gefangen, Spoiler. Sonst würde ich mich nicht so freuen, sonst wäre das ein leidendes Video. Hier seht ihr gleich meinen ersten Wurf. Wie immer irgendwie beim ersten Wurf mache ich immer noch great. Da muss ich echt aufpassen, dass ich mich beim ersten Wurf verbessere. Nicht drin geblieben. Und zweiter Versuch. 2-2-7-5 zum zweiten Mal. Alter. Ich fasse es immer noch nicht. Echt unglaublich. 200% Mewtwo. Mehr kann ich nicht sagen. So, ganz ruhig, ganz ruhig. Perfekter Kreis und Wurf. Bam, excellent. Perfekt, was will man mehr? 1, 2, 3. Bam. Mein zweites 100% Mewtwo. Alter, ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Kommt das noch? Drücke ich noch auf OK oder nicht? Ja, da ist er. Auch direkt genug Bonbons, um den auf Max zu pushen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mein zweites 100er, Mewtwo. Ich weiß echt nicht, ob irgendjemand anderes auf der Welt 200% Mewtwo hat. Die Chance ist so, so gering, so unglaublich ist es. Und mir ist das passiert. Ich gönn's mir selber. Doch, also ich wollte gerade sagen, ich gönn's mir selber nicht, aber ich gönn's mir so hart. Ich hatte echt, bei dem hatte ich sogar mehr Eierschlackern als beim ersten, weil den zweiten wollte ich so unbedingt haben, damit ich einfach sagen kann, hey, ich habe zwei. Den werde ich demnächst auch noch auf Max pushen, aber mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. 200% Mewtwo, schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich glaube echt, ich bin der einzige Spieler auf der Welt, der 200er Mewtwo hat. Wie gesagt, ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Meine Lieblingsarena, da habe ich jetzt 200er gefangen, 100er Glodon, 100er Mewtwo. Die Arena werde ich auf jeden Fall noch auf Gold pushen. Ansonsten, falls ich noch ein 100er Mewtwo bekomme, habe ich mir versprochen, habe ich mir ausgedacht, lasse ich mir 2275 tätowieren. Vielleicht mache ich es auch so, weil 200er Mewtwo, wer hat das schon? Wie krass ist das? Wie selten ist das? Was ist die Wahrscheinlichkeit? Alter, ich bin so krass gehypt. Schreibt unten rein, ob ihr es mir gönnt und was ihr davon haltet und einfach euren Kommentar zu 200% Mewtwo. Das war's von mir. Ah, noch nicht ganz. Ich hatte mir überlegt, wieder irgendein Video mit Dragon Ball zu machen, weil ich hatte ja dieses eine Video mit dem EX Raid und Niantic und Mewtwo und Jiren, Vegeta. Und das war dieser alleine Kampf. Bis ich ihn bekommen habe, 100er Mewtwo repräsentiert in dem Fall den Ultra Instinct. Ganz klar. Und 200er Mewtwo repräsentieren natürlich den perfekten Ultra Instinct. Also wenn ich da irgendwie was finde, was zusammenpasst, kommt wahrscheinlich noch ein Dragon Ball Video. Aber mal schauen. Aber das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Und ich habe 200er Mewtwo. Alter, zu krass. Vergesst nicht, Pokémon ist just Business.